Zum Programmschluss noch einmal Meldungen der heute Redaktion. Die Polizei in Großbritannien fahndet bislang vergeblich nach der Bande, die beim größten Raubüberfall auf der Insel 3 Tonnen Gold erbeutet hat. Der Gesamtwert wird auf über 100 Millionen Mark geschätzt. Die Versicherungen haben eine Summe von umgerechnet über 8 Millionen Mark für Hinweise ausgesetzt, die zum Wiederauffinden der Beute führen. Das Gold und eine kleinere Menge Diamanten wurden aus einem Lager in der Nähe des Londoner Flughafens Heathrow entwendet. Mindestens 6 bewaffnete und vermummte Männer sollen an dem Coup beteiligt gewesen sein. Die insgesamt 6.800 Goldbarren waren für den fernen Osten bestimmt. Auf einer Bundeskonferenz der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft in Köln haben die Delegierten an den Bundestag appelliert, unverzüglich eine Vorruhestandsregelung zu verabschieden. Zuvor hatte Bundesarbeitsminister Blüm erklärt, eine solche Verkürzung der Lebensarbeitszeit sei den Arbeitnehmern eindeutig wichtiger als eine kürzere Wochenarbeitszeit. Weitere Einsparungen im sozialen Bereich zur Sanierung des Haushalts lehnten die Delegierten auf der Konferenz ab. Sie verlangten von der Bundesregierung eine aktive Arbeitsmarktpolitik. Im amerikanischen Militärdepot Mutlangen sind gestern offenbar erste Teile von Pershing-2-Raketen angetroffen. Weder deutsche noch amerikanische Dienststellen haben dies bislang offiziell bestätigt. Mit militärischen Ehren ist der amerikanische Kriegsveteran Joe Polowski in Torgau in der DDR beigesetzt worden. Er hatte bei Kriegsende 1945 mit seinen Kameraden bei Torgau die Elbe überquert und war dort mit sowjetischen Truppen zusammengetroffen. Das Begräbnis an historischer Stelle war sein letzter Wunsch. An der Beisetzungsfeier nahmen amerikanische und sowjetische Offiziere, Diplomaten und Veteranen sowie sein Sohn teil. In München wollen heute die beiden Bundestagsabgeordneten Franz Handlos und Eckhard Vogt ihre neue Partei, die Republikaner, gründen. Handlos und Vogt waren aus Protest gegen die Politik des Parteivorsitzenden Strauß aus der CSU ausgetreten. Für den Gründungskongress der Republikaner liegen nach Angaben von Handlos 600 Anmeldungen vor. In Großbritannien erscheinen heute wegen eines Druckerstreiks keine überregionalen Sonntagszeitungen. Die Blätter haben eine Auflage von etwa 18 Millionen Exemplaren. Auch die überregionalen Samstagsausgaben konnten nicht erscheinen. Mit ihrem Streik protestieren die Drucker gegen einen Gerichtsbeschluss. Durch ihn war das Vermögen der Druckergewerkschaft beschlagnahmt worden, nachdem sie die Zahlung einer Geldstrafe verweigert hatte. Hier die Lottozahlen. 2, 16, 17, 26, 30, 33, die Zusatzzahl 20. Noch einmal 2, 16, 17, 26, 30, 33, die Zusatzzahl 20. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Die Wetteraussichten zunächst bedeckt und regnerisch, morgen von Westen her Bewölkungsauflockerungen, aber immer noch Schauer. Höchsttemperaturen 10 bis 15 Grad Celsius. Verehrte Zuschauer, damit ist das Programm des ZDF zu Ende. Wir sagen Ihnen gute Nacht.